Hi, ich bin's, eure Nadine aus der H2O Therme und ich möchte heute mit euch Osterhasen-Eierbecher basteln. Dazu braucht ihr ein etwas stärkeres Stück weißes Papier, Kleber, eine Schere, ein Lineal und viele bunte Stifte. Los geht's! Fast fertig, unser Osterhasen-Eierbecher. Nun zum letzten Schritt unserer Anleitung. Geschafft! Unser Osterhasen-Eierbecher ist fertig. Ob mit einem gebastelten Ei als Dekoration oder einem echten Ei für die Osterjause. Euer Osterhasen-Eierbecher wird bestimmt toll aussehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.